Und mal wieder ein ganz, ganz herzliches Willkommen, ganz ungewohnt, hier am wunderschönen BMW-Standort in Zwingenberg. Wir begrüßen euch zu einem neuen Video und zwar mit ihm hier, dem aktuellen BMW M240i xDrive Coupé. Jetzt kommt der Clou bei der Geschichte. Wir haben es ja vor geraumer Zeit schon versprochen. Wir stellen das Ganze mal fahraktiv auf die Beine und zwar im zweiten Part. Ihr dürft euch drauf freuen. Zunächst einmal werfen wir zusammen einen Blick auf die vielen optischen Highlights. Lasst euch überraschen. Der Tag kann nicht besser starten. Wir fangen mal direkt mit der Farbe an, denn die ist höchst individuell. Hierbei handelt es sich um die sogenannte Thunder Night Lackierung. Das war auch die offizielle Vorstellungsfarbe für das Topmodell dieser exklusiven Zweier Coupé-Serie. Toll hierbei, auf der Motorhaube haben wir diese leichte Lufthutze noch mit dabei. Das Ganze gibt einfach diesem Auto diesen einmaligen Touch. Und man muss schon sagen, seit Tag 1 spricht das Zweier Coupé für sich. Wir haben die typische 50-50%ige Achslastverteilung dabei und diese einzigartigen optischen Merkmale. Das führt mich direkt mal hier zum Kidney Grille, denn der ist auch komplett neu überarbeitet worden. BMW verzichtet hierbei komplett auf das Strebendesign. Der Fokus voll und ganz auf dieses nach hinten versetzte dynamische Nierenthema. Toll gemacht, verleiht dem Fahrzeug nochmal diesen extra angsteinflößenden Blick und man weiß direkt im Spiegel, was man da hinter sich hat. Toll hierbei, die Kollegen waren so fleißig und haben mal die M-Performance-Umrandungen mit angebracht in Carbon, sowohl im Kidney-Grill-Bereich auch als hier unten in der Stoßstange. Ist genial gemacht, das Ganze besteht übrigens dann aus drei verschiedenen Aufsätzen hier unten. Die beherbergen dann übrigens auch diese nach oben gehenden Seitenschwerter. Ganz, ganz individuell und mega cool. Was ist noch besonders beim Zweier Coupé? Ihr seht es wahrscheinlich schon, keine Doppelscheinwerfer. Wir haben lediglich diese eine LED-Welle mit drin, um nochmal hinzuweisen, wer es ist, in Gold hinterlegt, das Serium Grau, das Scheinwerferinnere. Auch hier bekennen wir eindeutige Farben. Im Normalfall kämen auch die Spiegelkappen dann in Serium Grau. Jetzt durch den M-Performance-Umbau das Ganze mal in der Carbon-Optik gehalten. Na, was sagt ihr? Gefällt er euch? Schon bei der Seitenansicht stellt das BMW M240i Coupé klar, was es will, und zwar in die Kurve fahren. Das merken wir in erster Linie an dieser wunderbaren Silhouette, denn was typisch für die Fahrzeugreihe ist, ist dieser knackige, kurze Übergang im Kofferraumbereich. Das arbeitet sich dann schön sportlich dynamisch zur Motorhaube vor. Auch die ist nicht ewig lang designt. Hat einfach diesen genialen Vorteil, dass das Fahrzeug nahezu 50-50%ig auf der Straße liegt. Und das merken wir dann bei der Serpentinenfahrt in jeder Ader. Der absolute Wahnsinn, auch die Farbe von der Seite her gesehen, ein richtiger Eyecatcher. Performance-technisch haben wir euch hier mal die Seitenschwerter ebenfalls aus dem Hause M-Performance in Carbon mit angebracht und diesen wunderschönen Winterkomplettradsatz in einem mattierten Grau, auch von M-Performance. Wow, Bremssättel in dunkelblau, auch hier habt ihr noch viele verschiedene Möglichkeiten per Konfigurator das Ganze zu verändern. Es gibt zum Beispiel auch ein spezielles Sportpaket, das beleuchten wir euch dann auch noch irgendwann mal. Da könnt ihr dann eurem BMW M240i nochmal die Extravaganz in Sachen Sportlichkeit geben. Was macht das BMW M240i Coupé bei der Heckansicht so special? Ich zeige es euch, diese wunderschönen Heckleuchten in Voll-LED in Shadowline-Optik. Toll hierbei, ähnlich wie bei den Frontscheinwerfern, haben wir das neue Wellendesign auch hier im Heck mit dabei. Das Ganze geht breit hin nach außen und verleiht eurem Coupé dann nochmal den extra Touch an Breite. Auch die Farbe von hinten, ich kann es nicht oft genug sagen, die müsst ihr euch mal in live ansehen. Das ist der absolute Hammer. Wird nochmal übertrumpft vom aktuellen M-Performance Heckspoiler für die Fahrzeugserie in Sandwich-Bauweise. Das Ganze verjüngt sich hier in der Mitte nochmals und liegt dann direkt über dem BMW-Logo.
Modellschriftzüge sind mit dabei. Nach wie vor habt ihr per Konfigurator die Möglichkeit, das auch ganz einfach abzuwählen. Dann ist er noch ein bisschen introvertierter. Aber das fällt halt schon sehr auf, wenn wir diese Abgasendrohre mit dabei haben. Die sind immens und klingen auch gut. Das hören wir uns gleich direkt mal zusammen an. M-Performance Heckdiffuser auch mit dabei. Ich bin mal gespannt, ob wir damit noch die Werksangabe übertreffen, weil wir sparen ja schließlich etwas Gewicht. Nein, Spaß beiseite. Sieht einfach nur genial aus. Und hier an der Seite nochmal diese roten Nuancen. Wahnsinn! Ja, ich mache mal an, oder? Ja, ihr Lieben, der Klang ist gut, das Auto ist schön, was mag man da noch mehr? Direkt losfahren. Und das machen wir auch, und zwar nächste Woche Freitag. Etwas müsst ihr euch noch gedulden und dann werfen wir zusammen einen Blick auf die fahraktiven Eigenschaften des brandneuen und auch aktuellen BMW M240 EQB als Premiere hier im Autohaus Vogel. Aufs Interieur werfen wir dann auch noch zusammen einen Blick. Das darf nicht fehlen. Das zeigen wir euch heute noch nicht. Es soll ja noch spannend bleiben. Bis dahin wünsche ich euch eine frohe und auch dynamische Zeit. Denkt dran, stets sportlich bleiben, und über ein Abonnement würden wir uns auch noch freuen.